Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen Platin. Ja, heute ist ja Sonntag. Zwei Games haben wir schon gemacht. Und ja, jetzt habe ich ein paar Tipps und Tricks von einem Abonnenten bekommen. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Stefan, für die Tipps und Tricks. Hier zu Baseball 4-Player Corporation Edition. Wie der Name schon sagt, braucht man in der Regel dafür vier Controller. Ja, der Abonnent hat mir auch gesagt, es geht mit zwei Controller. Ich habe drei Controller und habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen getestet und es ist wirklich möglich. Ich denke mal, den einen oder anderen Versuch wird man wohl brauchen. Man muss halt dementsprechend mit den anderen zwei Controller die anderen beiden Menüs dementsprechend richtig positionieren und alles andere machen wir dann mit unserem Controller. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr einen Ball mit zwei Menschen fängt, gibt das gleich zwei Punkte. Ja, also es gehört ein bisschen Glück dabei. Ich würde sagen, wir hauen das Ding einfach mal an und versuchen es. Ja, wenn der ein oder andere Cut drin ist, dann liegt das halt einfach daran, ja, dass ich nicht genug Glück hatte. Ja, so. Wir gehen jetzt erstmal hier nach vorne. Den setzen wir ein Stück zurück. Und den nur nicht zu weit auseinander. Ich denke, so könnte das funktionieren. Und ja, dann schauen wir hier jetzt einfach mal. Wie gesagt, wenn er gut Glück habt und die Bälle kommen nach hinten, gerade am Anfang, wenn sie noch langsam sind, fängt er hier den Ball mit zwei Menschen und dann habt ihr direkt zwei Punkte hier wieder von 7 auf 9. Ja. Und hier habe ich jetzt verkackt. So. Machen wir das Ganze einfach nochmal. So, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wie gesagt, man muss ein bisschen versuchen. Jetzt haben wir direkt schon hier zwei Points bekommen. Und jetzt schon wieder. Ja, dann, wenn am Anfang die Bälle noch langsam sind, ist das ganz gut. So. So, ihr habt jetzt gesehen, hier mit zwei Menschen den Ball fangen. Gab zwei Punkte. Hier machen wir das Ganze wieder. Dann haben wir schon vier Punkte. Wie gesagt, es gehört ein bisschen Glück dazu, je nachdem, wie die Bälle fallen, wie die Bälle kommen. Ja. So, da haben wir es schon. Hier haben wir 20 Bälle gefangen. Das reicht schon vollkommen aus. Auch wenn wir jetzt Game Over sind. Aber das reicht für die Platin, denn 20 Bälle müssen wir hier fangen. Ja. So, warte mal kurz. Und hier ist die begehrte Platin, Leute. Ja, ich hatte am Anfang zwei Fails drin. Die habe ich jetzt extra drin gelassen. Ich habe das jetzt nicht rausgeschnitten. Das Video dauert ja nicht allzu lange. Es sind jetzt knapp 4 Minuten. Ja, dann seht ihr auch, wie ich das Ganze hier positioniere. Und wie gesagt, wenn ihr dann mit eurem Charakter dann auf einen anderen Charakter geht, der einen Ball fängt, bekommt er zwei Punkte. Das verschnellert das Ganze noch ein bisschen. Ja, das macht das Ganze noch ein bisschen einfacher. Je schneller habt ihr die 20 Punkte zusammen. Ja, Leute. Das war's dann schon wieder von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.